Gut, dann habe ich jetzt noch zwei Zusatzfragen rausgepickt, die mir auch oft gestellt wurden. Wurden jetzt zwar nicht bezüglich auf das 400-Hour-Special gestellt, aber ich habe sie einfach mal mit reingenommen. Zur ersten. Wirst du irgendwann einmal neuere Spiele Let's Playen? Bisher habe ich mich eigentlich nur auf Retro-Spiele beschränkt. Das heißt, es werden hauptsächlich nur ältere Spiele folgen. Die neuesten Spiele, die ich Let's Playen kann, werde und auch hoffentlich tun werde, ja, ein paar werde ich davon Let's Playen, sind DS-Spiele. Aber sonst, wie gesagt, alles Retro. Super Nintendo, N64, PlayStation, sowas halt. Neue Spiele, also ich gedenke mir auf jeden Fall in ferner Zukunft eventuell einen Videograbber zu holen, dass ich auch mal von Konsole aufnehmen kann und eventuell auch neuere Spiele Let's Playen kann. Aber wann ich das machen werde, das weiß ich leider noch nicht. Das heißt, diesbezüglich kann ich noch keine genaue Antwort geben. Ich kann nur sagen, es wird erstmal noch eine längere Zeit auf Retro bei meinem Kanal zugehen. Also wenn ihr neuere Spiele erwartet, müsst ihr wohl noch lange warten. Gut, zur zweiten Zusatzfrage. Wieso nimmst du deine Videos nicht 15 Minuten auf? Das liegt daran, ich habe DSL 1000, also eine nicht sehr schnelle Internetverbindung, brauche für ein Video, das etwa 10 Minuten läuft, knappe Stunde oder Stunde, vielleicht auch länger, je nachdem wie groß es wird. Und was für eine Aufnahme es ist. Zum Beispiel PlayStation-Spiele können schon über 100 MB rausgehen. Dann dauert schon etwas, also dann dauert es auf jeden Fall schon über 1,5 Stunden, das Video hochzuladen. Und zeitlich wird das dann sehr anstrengend, diese Videos hochzuladen. Deswegen, wenn ich das 15 Minuten machen würden, dann würden die Videos noch länger werden und noch größer. Und dann würde ich das zeitlich gar nicht mehr schaffen, so viel hochzuladen. Deswegen bleibe ich bei den 10 bis 11 Minuten. Wie ich es halt gewohnt bin, wie. Ja, ich werde halt bei den 10 bis 11 Minuten bleiben. Okay, dann kommen wir hier auf jeden Fall noch zu den restlichen Fragen, die noch gestellt wurden. Würdest du das Zocken aufhören, wenn deine Freundin es so wollte? Ja, wenn ich eine Freundin hätte, die wirklich sagen würde, dass ich mit dem Zocken aufhören will, soll, dass sie es halt nicht haben will oder so. Wenn ich ehrlich bin, ich würde es tun. Aus Liebe zu einer Frau würde ich einfach so ziemlich alles tun. Sei es, dass ich mit ihr eine Weltreise machen soll oder so. Nein. Wie gesagt, ich würde so ziemlich alles für eine Frau, die ich liebe, tun. Also sogar wirklich das Videospielen aufhören. Auch wenn es schmerzhaft wäre für die ganzen Spiele, die ich hier besitzen würde, aber ich bin so verrückt und ich würde es tun. Auch nur wenn ich eine Freundin haben würde, die das wirklich verlangen würde. So, nun kommen wir noch zu ein paar Fragen, die auf Bereich Videospiele so spezifisch basieren. Was ist dein Lieblings-Castlevania-Spiel? Mein Lieblings-Castlevania-Spiel ist Rondo of Blood, also Akumajou Dracula X Chino Rondo, welches es ja fürs PC Engine gibt. Mittlerweile ja auch für Virtual Console auf der Wii oder für PSP bei Dracula, nee, The Dracula X Chronicles, doch. Gibt's ja ein Remake davon und auch das Original freizuschalten. Dieses Spiel finde ich am besten von den Castlevania-Teilen. Als Zweitlieblingsspiel ist Symphony of the Night und als Dritt würde ich jetzt The New Generation sagen. Ja, das wären so die drei Lieblingsteile. Wen magst du am meisten aus dem Belmont-Clan? Richter Belmont. Ja, warum Richter? Erstens, er hat etwas, was mich verbindet. Ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen. ich finde ihn einfach nur cool. Also, er ist der Belmont, ja. Wie soll ich sagen? Er ist der Belmont, den ich einfach genial finde. Ja, ich muss natürlich auch sagen, warum. Sonst ergibt das ja keinen Sinn. Ich find's einfach nur genial, dass er schon zum Anfang gleich die Kettenpeitsche hat. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich kann's nicht genau beschreiben. Wie gesagt, es verbindet mich einfach was mit ihm und deswegen finde ich ihn einfach Hammer und ich meine, es gibt so viele Belmonts und wie gesagt, Richter und ich sind ein Herz und eine Seele. Ja.
Hast du schon einmal Tomb Raider gespielt? Tomb Raider, ja, habe ich schon mal gespielt. Allerdings nur die ersten drei Teile für PlayStation 1. Ja. Das sind so die einzigen Tomb Raider-Teile, die ich bisher so gespielt habe. Bei den neueren Teilen habe ich noch nicht so wirklich gespielt. Nee, höchstens mal angeguckt, aber wie gesagt, die einzigen Tomb Raider-Spiele, die ich gespielt habe, Ausrufezeichen, also wirklich gespielt habe, sind die ersten drei für PlayStation 1. Die einzigen und wie ich finde auch die besten Tomb Raider-Teile, die es gibt oder gab. Ja. Resident Evil oder Silent Hill? Das ist eine Frage, wo ich aussuchen soll, welches Spiel mir lieber gefällt. In diesem Fall würde ich sagen Resident Evil. Warum? Mit Silent Hill hatte ich bisher nicht wirklich viel am Hut. Das einzige Silent Hill, was ich gesehen hatte, gespielt habe ich es nie. Nein, ich habe nur zugeguckt bei Silent Hill 1. Das ist der einzige Silent Hill-Teil, den ich damals gesehen habe oder ja, zugeguckt habe bei meinem Bruder. Und mittlerweile mir auch ein Let's Play nochmal davon anschaue, um auch die Gedächtnislücken nochmal aufzufrischen und halt mal zu Ende zu gucken, weil ich, ja. Okay, ja, noch ein Teil, den ich hier sogar original besitze, ist Silent Hill Origins für die PSP. Aber es sind wie gesagt die einzigen Silent Hill-Teile. Resident Evil habe ich schon, ja, auch größtenteils zwar nur zugeguckt. Den einzigen Teil, den ich bisher richtig mal gespielt habe, ist 4. Und 3 für die, also 4 für die PS2 und auch für GameCube vorher schon mal. Und halt den dritten für die PS1. Zugeguckt habe ich Resident Evil 1. Den zweiten auch für die PS1. Ja, 3, wie gesagt, 4. 5, genau, 5 habe ich auch schon mal angespielt. Auf dem PC beim Großcousin. Ja, wie gesagt, mit Resident Evil habe ich halt schon mehr so erlebt sozusagen. Schon mehr gemacht und mehr gezockt. Ja, deswegen halt Resident Evil. Kakao oder Milchkaffee? Ich würde eher Kakao bevorzugen in diesem Fall, weil ich bin nicht so der Kaffeetrinker, wenn ich ehrlich bin. Möcht ihr vielleicht jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich stehe morgens auf und trinke keinen Kaffee. Nein, ich trinke keinen Kaffee. Ich mag keinen Kaffee, ich hasse Kaffee und deswegen Kakao. Auch wenn ich Kakao auch nur selten trinke, aber wenn ich von den beiden was auswählen würde, würde ich eher Kakao bevorzugen als Kaffee oder Milchkaffee. Ja, wie gesagt, kein Kaffeetrinker, also Kakao. Okay, jetzt kommen noch ein paar Fun-Fragen, die gestellt wurden. Auch sehr amüsant. Magst du Kekse? Ja. Was sind deine Lieblingskekse? Meine Lieblingskekse. Knoppers? Hanuta? Ja, sind ja Kekse. Also, was ist dein Geheimrezept für ein gebackenes Eis? Das ist eigentlich eine sehr tolle Fun-Frage, aber ich habe es trotzdem mal mit reingenommen. Ja, auf diese Frage werde ich jetzt nicht antworten. Ich werde mal sagen, wie das zustande kam. Ja, ich sage sehr oft eigentlich, na gut, nicht sehr oft, aber manchmal sage ich, back dir ein Eis oder so. Ja. Daher kam jetzt wohl diese Frage von einer gewissen Person, die ich jetzt nicht beim Namen nenne, aber sie weiß, dass sie angesprochen ist. Ja, kam diese Frage halt zustande. Wie gesagt, darauf geantworten kann ich nicht, weil es gibt ja kein Geheimrezept dafür. Und nun zur letzten Frage, die noch übrig ist. Wenn eine Fee erscheint und dir einen Wunsch erfüllen würde, was würdest du dir wünschen? Den Wunsch, den ich mir von einer Fee wünschen würde, wäre Frieden auf der Welt und Harmonie und okay, es wäre nur ein Wunsch. Nein, ich würde mir einfach Frieden wünschen. Also, dass die Länder und die Welten sich hier einfach nicht mehr bekriegen würden und alles einfach sich gern haben, lieb haben würde und ja, das wäre das Einzige, was ich mir von einer Fee wünschen würde. Eine friedliche Welt. Eine friedliche Welt, wo alles gut ist und nicht immer diese ganzen Kriege, die man hier mitkriegt und ja, das würde ich mir einfach nur wünschen. Das wäre mein einzigster Wunsch. Dann wäre ich schon glücklich. Auch wenn es noch andere Wünsche gäbe, die ich hätte, aber da muss ich selber für kämpfen und so. Ja. Das wären dann auch soweit die ganzen Fragen, die mir gestellt wurden. Ich hoffe, ich konnte alles soweit vernünftig beantworten und ja,
bedanke mich für die Fragen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play. Bis dahin, auf Wiedersehen!